Hallo Löwe und herzlich willkommen zum September-Impuls. Wir gucken mal rein in den Monat September und schauen mal, was ist wichtig zu wissen für den einen oder anderen Löwen. Liebes Universum, oh, die Sonne fällt auf den Kopf. Naja gut, vielleicht ist es auch eine Regenwetterprognose, wollte ich gerade sagen, eine Regenprognose für den September. Mit der Sonne auf dem Kopf haben wir so ein bisschen Wunschdenken, ne? Trennung von sich selbst, beziehungsweise auch die Trennung von anderen, so ein bisschen Einsamkeit, negatives Denken, vielleicht auch Depression. Also es ist schon eine Energie, die letztendlich auch blockiert, voranzukommen. Ja, hier sind Verzögerungen drin, Verzögerungen selbst verursacht, vielleicht auch Verzögerungen im Außen, die dafür sorgen, dass du so ein bisschen, ja, dich von dir selbst trennst, in Selbstzweifel gerätst. Das ist hier eine Energie, die auf jeden Fall gerne gewandelt werden möchte. Und wir gucken mal weiter. Was bekommen wir denn noch hier für den Löwen? Ist natürlich erstmal nicht so der schöne Einstieg in eine Legung. Oh, okay. Hier ist ein Sturer. Und ich habe wieder eine runtergeschmissen. Hier ist ein sehr, sehr sturer, bornierter Mensch. Es kann deine eigene Energie sein, es kann aber auch sein, dass du es mit so einem Menschen zu tun hast, beziehungsweise hattest. Ja, der Herrscher auf dem Kopf ist eine sehr kontrollierte Energie. Ja, hier versucht irgendjemand, wenn es nicht du selbst bist, etwas zu kontrollieren, was du nicht kontrollieren kannst. Und das sorgt einfach auch für Starrheit. Das heißt, du fokussierst dich hier zum Beispiel auf einen einzigen Punkt, siehst aber die ganzen anderen Punkte, die du noch angehen könntest, in dem Moment überhaupt nicht. Das heißt, dein Fokus ist komplett an der falschen Stelle und du läufst so mit Scheuklappen durch die Weltgeschichte. Jetzt haben wir aber die Karte des Wandels, zwei der Münzen. Eine Karte, die auch sagt, es ist wichtig, jetzt zu verhandeln mit dir selbst, ja, mit dir selbst auch mal ins Gericht zu gehen, dich auch wieder auf die wichtigen Dinge des Lebens zu kümmern und nicht nur auf eine Angelegenheit des Lebens zu schauen, um letztendlich auch auszugleichen, weil du hast demnächst eine Wahl. Das heißt, in dem Moment, wo sich dein Blick wieder öffnet und du wieder mehrere Punkte siehst, ja, hast du auch wieder mehrere Möglichkeiten, Dinge angehen zu können. Und das ist das, was letztendlich auch in den Erfolg führt, weil du nicht mehr nur auf diesen einen Punkt gebunden bist und unbedingt diese eine Sache geregelt haben willst, was auch immer das sein möchte. Die zwei der Schwerter kommen mit den zwei der Münzen. Ja, hier liegt natürlich Unehrlichkeit drin, hier liegt eine schwierige Wahl drin, hier bist du so ein bisschen im Misstrauen, du stehst zwischen den Fronten, hast du das Gefühl, ja, wo sollst du jetzt hingehen, wie soll es weitergehen? Das ist allein dem geschuldet, weil du hier in so einer sehr, sehr starren, kontrollierten Energie bist und natürlich auch vielleicht Wunschdenken hast, ja. Ich spiele jetzt im Lotto und ich gewinne jetzt 1 Million, dann klappt das nicht und dann wird man so wütend, so aggressiv, weil diese Million könnte all deine Probleme lösen. Sie würde deine Probleme aber nicht lösen, sie würde sie nur kaschieren, weil solange die Grundbasis nicht verändert ist, dann hast du auch, wenn die Million auf den Kopf gehauen wurde, die gleichen Probleme, vielleicht sogar noch schlimmer. Ja? Es geht also darum, neue Lösungswege zu finden, einen anderen Lösungsansatz auch zu tätigen und erstmal deine Grundbasis wiederherzustellen. Denn hier fällt gefühlt alles auf den Kopf. Die 10 der Stäbe ist aber schon mal eine ganz gute Energie, denn sie lassen dich erkennen, dass du überfordert bist. Sie lassen dich auch erkennen, dass du zum einen Belastungen jetzt loslassen musst, beziehungsweise auch Verantwortung für dein Handeln übernehmen musst. Hier ist der Zusammenbruch gekennzeichnet. Hier geht es auch darum, jetzt zu erkennen, Schuldzuweisungen nicht anderen zu tätigen, sondern sich selbst auch die Schuld geben zu können, um letztendlich auch eine innere Aufarbeitung tätigen zu können. Ja, hier heißt es auch, bitte um Hilfe. Ja, gerade wenn wir hier so diese Energie von Depression drin liegen haben, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja ein schleichender Prozess. Vielleicht ist der September jetzt wirklich so ein Monat, wo du erkennst, dass du in einer Angelegenheit, aus der du selbst nicht mehr herauskommst, wirklich auch professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Und ich meine nicht Kartenlegungen zu gucken und zu hoffen, dass es besser wird, sondern wirklich auch mal aktiv zu werden. Der Herrscher
in der richtigen Position steht auch für Aktivierung, fürs Erwachsenwerden, ja, für Anfänge, sodass du hier in der Lage bist, wirklich auch mal mit einem Profi entweder zum Beispiel über die Finanzen zu sprechen, über deine Gesundheit zu sprechen, was kannst du tun, was musst du aktivieren, um letztendlich aus dieser Negativspirale herauszukommen. Was bekommen wir denn noch hier für den Löwen, liebes Universum? Das Gedankenkarussell, oh, das ist schon mal sehr gut hier mit den 8 der Schwertern auf den Kopf. Also wir haben hier auch die übertriebenen Sorgen drin liegen. Wir haben den lähmenden Kreislauf mit den 9 der Schwertern liegen und wir haben auch diese Thematik der inneren Aufarbeitung, was ich ja gerade schon angesprochen hatte. Weil letztendlich ist es so, wenn man sich selber auch mal die Schuld gibt, wenn man sich selber eingesteht, Fehler zu machen, genau dann kann nämlich eine Aufarbeitung stattfinden. Genau dann geht es nämlich auch darum, Dinge zu bereuen, um es letztendlich auch in der Zukunft besser zu machen. Nicht mehr die ganze Kohle auf den Kopf zu hauen, in Anführungszeichen, oder Menschen vor den Kopf zu stoßen, weil es gerade nicht rund läuft in einer Angelegenheit. Und du nimmst damit automatisch Blockaden raus. Das sind nämlich die 8 der Schwerter auf dem Kopf. Ja, du vertraust dir selbst wieder. Du erkennst deine Hemmungen, du erkennst deine Zwänge und kannst sie dementsprechend auch loslösen. Du kannst über deine Angst hinausgehen. Ja, die Fassade bröckelt. Was bekommen wir denn hier weiter, liebes Universum? Was ist noch wichtig für den September? Der Löwen. Der Bube der Stäbe fällt leider auch auf den Kopf. Also der September ist wirklich eine sehr hitzköpfige Energie für den Löwen. Hier ist immer noch Unentschlossenheit drin, hier ist immer noch die Instabilität drin, hier sind auch noch die einschränkenden Glaubenssätze. Also der September ist, würde ich gefühlt sagen, der Startschuss jetzt für die Veränderung beim Löwen. Das ist eine sehr schwere Energie, gar keine Frage. Aber für irgendjemanden wird es wichtig sein, ja, da wirklich auch zu gucken, okay, wo muss ich jetzt mein Fundament neu machen? Wo muss ich Arbeit investieren, damit ich nicht mehr ständig in irgendwelche Schlaglöcher reintrete, mich denn nicht verletze, selbst verletze, weil ich mich einfach nicht um mein Fundament gekümmert habe, um meine Basis gekümmert habe, ja. Meditieren könnte dir weiterhelfen. Meditieren heißt aber nicht unbedingt, dass du das machen musst, indem du dich hinsetzt und weil ich kann auch nicht so meditieren. Ich meditiere beim Sport. Das macht jeder wirklich für sich, wie er das am besten kann. Kopf frei machen, Blockaden lösen. Ja, hier kommt ein Aha-Moment, hier kommen Erkenntnisse, hier kommen neue Ideen. Hier ist auch Kommunikation. Grundsätzlich sind beide Energien hier für Kommunikation sprechend. Und man könnte sogar sagen, wenn wir jetzt noch das dritte Schwert jetzt hier noch mit dazu nehmen, was dann auch nochmal konträr diese Zweifel rausräumt, dann bist du hier mental auf jeden Fall wieder so stark im September, dass du dann auch die Weitsicht wieder hast, die du benötigst, um vorwärts zu kommen. Ja, hier ist die Chance, wirklich Klarheit zu schaffen, auch die Wahrheit der Situation zu sehen, ja. Neue Transparenz, die damit einhergeht, und schau mal an. Als Stabkönigin bist du dann wieder im eigenen Vertrauen. Du bist in der eigenen Sicherheit, du bist souverän. Du kannst dir wieder das holen, was du möchtest, weil du wieder genügend Energie hast. Du hast wieder Leidenschaft, du bist wieder entschlossen. Ja, du bist jemand, der sich wieder von seinem Instinkt leiten lassen kann. Deswegen diese ganze Vorarbeit, die ist notwendig, um dich aus dieser sehr starren, kontrollierten Energie herauszuholen. Was bekommen wir denn hier noch vom Orakel? Die Traumwelt. Dieser Ort ist geprägt von symbolischen Bildern, die dir helfen können, deine tiefsten Sehnsüchte, Ängste und Wünsche zu verstehen. Heißt für mich auch in dem Fall Message an dich, achte auf deine Träume. Dein Unterbewusstsein sagt dir ganz, ganz viel, vor allen Dingen, wenn du in dieser Energie bist. Das sind sehr wirre Träume, das sind wirre Träume vom Ausbrechen, das sind Träume vom Fallen, das sind Träume von, ja, vielleicht auch nicht ganz so demolierten
oder von demolierten Häusern. Achte darauf, in welcher Etage du dich befindest, wenn du so einen Traum von einem Haus hast, in dem du dich befindest. Achte darauf, wie ist das Haus gestaltet? Ist es eher runtergekommen? Ist es eher schön möbliert? Dazu gehören auch Träume wie Zahnverlust. Das sind Ängste, die sich in unserem Unterbewusstsein widerspiegeln. Das hat nichts mit der rationalen Denkweise zu tun, dass dir die Zähne ausfallen. Aber Zahnverlust ist zum Beispiel auch so ein Hinweis, dass irgendetwas mit deiner Psyche nicht stimmt. Und gerade das Thema Häuser und auch das Thema Bahnhof und Züge kann ganz, ganz viel über dich und deine eigene Persönlichkeit erzählen. Kriegst du den Anschluss vom Zug? Kommst du an dein Ziel? Oder gibt es zwischendurch Blockaden? Kommst du überhaupt an dein Ziel? Ja, achte auf jeden Fall mal so ein bisschen auf deine Träume jetzt im September. Besonders, wenn du dich in so einer sehr, ja, ich muss das einfach so sagen, wie es ist, desolaten Energie befindest. Okay. Ich wünsche dir und natürlich auch allen anderen, die hier nicht mit resoniert haben, einen schönen September. Und wir sehen uns wieder ganz bald. Ich sage Dankeschön fürs Anschauen, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren und freue mich auf die nächste Legung mit euch.